Hört auf, die billigen Produkte zu nehmen aus irgendwelchen Supermarktketten, die billigen Nahrungsergänzungsmittel, die nichts wert sind, die eine Bioverfügbarkeit haben, das heißt, wo das, was sie oben einwirft, unten ganz einfach zu 100% wieder rauskommt. Denn das meiste wird gar nicht aufgenommen, kann nicht aufgenommen werden oder die Verbindung, die dort da ist, kann einfach nicht resorbiert werden. Zum Beispiel haben wir hier Magnesiumoxid. Magnesiumoxid schneidet einfach von der Bioverfügbarkeit, man kann sagen, auf den letzten Platz ab. Payback time. Ich habe hier meine Recherche betrieben, das ist alles nur meine Meinung. Testet es selber. Die billigen Präparate für 50 Cent aus dem Laden, die werden euch nicht heilen, die werden euch nicht helfen. So that was a f***ing lie. Hier ist nicht nur Magnesium gemeint, sondern auch wenn ihr zum Beispiel Zinkoxid nimmt, haben wir hier das gleiche Spiel. Zinkoxid ist genauso wenig resorbierbar. Magnesiumcitrat wäre hier das Beste, was du für eine hohe Bioverfügbarkeit machen könntest. Ja? Bei Zink wäre es zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade spontan ein, Zinkglycinat war das, glaube ich, soweit ich weiß. Falls was, schreibe ich das hier hin, wenn ich das falsch gesagt habe. Zinkglycinat wäre eine gute Alternative zu Zinkoxid. Allgemein solltest du darauf achten, was für eine Verbindung du nimmst. Du nimmst es ja, damit es dir hilft und nicht, dass du hier irgendein ja, Schaden erleidest oder es einfach nur unten wieder rauskommt und dieser 20-Euro-Schein, 30-Euro-Schein, was auch immer du dafür zahlst, unten wieder rauskommt und in flüssiger Form runtergespült wird, ja. Wie man so sagt, teurer Urin. Man kennt es ja. Passt auch bitte auf, von welchen Hersteller ihr das bezieht. Denn es gibt Hersteller, wie zum Beispiel, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber so ein Sonntag oder so ein natürliches Element, irgendwie sowas. Das wurde halt aufgekauft von Monsanto. Monsanto, das sind die, die zum Beispiel Glyphosat machen. Die haben auch zum Beispiel Alpro aufgekauft. Also, wer von euch konsumiert noch Alpro? Ich weiß es nicht, aber das ist schon länger der Fall. Also, Alpro wurde schon länger aufgekauft, schon vor Jahren. Deswegen, falls du diese Info erst jetzt bekommen hast, dann rate ich dir jetzt spätestens ab jetzt vielleicht einen anderen Joghurt zu konsumieren, vielleicht mal auf was anderes umzusteigen. Ich meine, das ist ja nur meine Erfahrung und meine Meinung dazu hier, ne? Ich konsumiere kein Alpro, aber wenn du es tust, dann ist natürlich kein Problem. Kannst du natürlich weiterhin machen. Das wäre es kurz zu den Sachen, die wichtig sind. Kurz und knapp. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.